Die USA und Großbritannien haben Stellungen der Houthi-Rebellen angegriffen. Das ist eine bewaffnete Bewegung im Jemen am Roten Meer. Im Nahostkonflikt unterstützen die Houthi die islamistische Hamas und attackieren Schiffe, die angeblich Verbindungen zu Israel haben. Die US-Regierung sagt, die Houthi seien wochenlang gewarnt worden. Sie müssten mit gravierenden Folgen rechnen, wenn sie ihre Angriffe nicht einstellen. Der Militärschlag jetzt sei ein Akt der Selbstverteidigung. Unter anderem Deutschland hat die Luftangriffe unterstützt. Die Houthi haben Vergeltung angekündigt.